Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du meldest es dem Admiral. Er wird mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Wunderbar, Wilson haben wir auch rumbekommen. Fehlt nur noch das Wasser, glaube ich. Wasserfässer. Wasserfässer. Die Pistole will ich nicht. Seelenrufer, Flachmann, Hakenhahn, Totenschädel. Okay. Bleibt nur noch die Wasserfässer übrig. So, dafür muss ich hier lang. Wie ich die wohl bekomme? Letztes Mal war das nicht so ergiebig, das Gespräch. Ah, okay. Ich spreche erstmal mit Miles. Wie bringe ich euch dazu, trotzdem Wasser zu liefern? Mir ist egal, ob und wohin das Wasser geht. Hier hat nur keiner Lust, was aufs Maul zu kriegen. Und spastle mich auf wie ein Lux, verstehst du? Okay. Wie bekomme ich Butch aus dem Weg? Weiß nicht. Schon mal mit Gold versucht? Ich kenne keinen Pirat, der nicht auf Schätze abfährt. Vielleicht kannst du ihn aber auch in die kleine Höhle oben im Osten locken. Butch muss weg. Toller Plan. Ich werde mich trotzdem mit ihm prügeln müssen. Kann sein. So ist er nun mal. Es sei denn, du könntest Voodoo. Aha, und wie sollte mir Voodoo hierbei helfen? Die Molukken können doch so Leute übernehmen und so. Ha, Butch würde eine prima Marionette abgeben. Weißt du nicht? Würde das zu gerne mal sehen. Ich sag mal so. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich ihm viel lieber aufs Maul hauen. Ist viel einfacher. Sag ich doch. Vielleicht gehst du einfach hin und sagst nicht, bitte. Nicht in diesem Leben. Dann versuch eben was anderes. Okay, ich versuche mal Butch einen auf die Nase zu geben. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Wonach sieht's denn aus? Ich passe auf, dass die Pfeifen da vorne vernünftig arbeiten. Die arbeiten doch gar nicht. Natürlich nicht. Solange der Admiral seinen Befehl aufrecht erhält, machen wir Pause. Mach doch mal was Interessantes. Wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Fechten lernen. Ich hörte von einer Schatzhöhle, die hier irgendwo sein soll. Und wie sollte ich den Schatz finden? Ohne Karte? Die Schatzhöhle soll hier ganz in der Nähe sein. Ja, klar. Du willst mich doch verarschen. Na gut, wenn du kein Interesse hast. Moment. Warte mal. Okay, sag mir, wo der Schatz genau sein soll. In der kleinen Höhle auf dem Berg gegenüber der Wasserstelle. Ach, wirklich? Ja, ziemlich weit hinten, im Morast vergraben. Gut, ich werde mir das mal ansehen. Ja, mach das. Nix da, du kommst mit. Und wehe, du hast mir Scheiße erzählt. Ja, lauf du schon mal vor. Los, beweg dich. Quest ab in die Höhle.
Ah, ich nehme eben eine Fackel, weil es Nacht ist, damit ihr ein bisschen mehr seht. So. Ich glaube, hier war ich schon mal drin in der Höhle. Nee, war ich nicht. Nee, war ich nicht. Nein, definitiv nicht. So, jetzt geht's nur noch uns beide. Gib es zu. Du hast mich reingelegt, oder? Du bist ein schlaues Kerlchen. Du bist ein schlaues Kerlchen. Na warte, das wirst du bereuen. Au. Oh, der hat ziemlich hart ausgeteilt. Oh, der trägt wirklich ganz gut was. Au. So. Butch verprügeln haben wir geschafft. Müssen wir mal eben hier die Höhle angucken. Hier gibt es anscheinend noch ein bisschen was. Wusste gar nicht, dass hier so eine Höhle ist. Habe ich nicht gesehen. So. Hier ist noch eine Truhe. Okay, die noch eben aufmachen. Ja. Okay, so. Fackel, Schrot und Gold. Ist ja nicht so berauschend. Okidoki. Oh, das ist ein Bockepilz. Ah, fuck. So. Damit müsste ich jetzt noch Wasser bekommen. Boah, hab ich einen Brummschädel. Mann, ich verschwinde jetzt erstmal in die Taverne. Ich brauch was zu saufen. Viel Spaß. So, und ihr arbeitet jetzt? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Was? Da ist Fleisch, rohes Fleisch. Bringt mir die Wasserfässer zum Hafen, Kai. Butch ist kein Problem mehr für euch. Super. Gut, gut. Wir werden das Wasser liefern. Mach mal. So, braten wir nochmal eben das ganze Fleisch, was wir haben. So, gut ist. Ich kriege noch mehr rohes Fleisch. So. Wunderbar. Damit habe ich endlich alles, was ich wollte. Schiffsausrüstung komplett. Wunderbar. Wasser, Nahrung, Kanonen und Pulver. Ich mach das glaube ich so, geht schneller. Ja. Da lang. Jetzt wollen wir zu Slane und dem mal Bescheid geben. Wir das soweit alles erledigt haben. Was ist hier denn los? Oh, der Admiral. Was zum Henker ist denn hier los?
Wieso? Was ist denn? Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Hält sich hier eigentlich niemand mehr an meine Befehle? Scheinbar nicht. Ich habe jeglichen Handel verboten. Und auch du wirst dich daran halten, verstanden? Hör zu, du hast eine Abmachung mit Slane und nicht mit mir. Das interessiert mich nicht. Die Waren verlassen nicht meinen Hafen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ich habe mit jedem deiner Leute eine Abmachung getroffen. Deal ist Deal. Steht so im Kodex. Oder etwa nicht? Du verwendest den Piratenkodex gegen mich? Ja. Das hat ja doch Slane geraten, oder? Ach. Na gut, ihr habt gewonnen. Ich lasse euch ziehen. Aber denkt an meine Worte. Wenn wir gegeneinander arbeiten, hat Mara schon gewonnen. Lasst euch nicht von ihren Schergen erwischen. Ihr zwei seid unsere letzte Hoffnung. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Gut. Alvarez haben wir auch überzeugt. So. Slane steht da oben. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Na, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Ja. Erzähl mir davon. Das kann ich nicht, auch wenn ich gerne wollte. Na gut, du wirst deine Gründe haben. Ja, später vielleicht. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Okay, also ist er dein Mentor. Alvarez ist also dein Mentor. Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Naja, macht ja auch nichts. Okay, das reicht mir erstmal. Okay, das reicht mir erstmal. Ich habe jetzt keine Lust mit dir zu reden. Eine Sache noch? Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Die Pulverfässer werden geliefert. Ich brauche etwa 3 große. Ja, Rick wird uns die Fässer bringen. Gut gemacht. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Habe ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut, die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Ja. Wir haben alles. Lass uns wieder in die See stechen. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Okay. Ich brauche eigentlich in der Tigua nichts mehr, oder? Nee, gerade eigentlich nicht. Schauen wir mal ins Logbuch. Nachschub aus der Karigua, Wilsons Pistole, das Losungswort und Nachschub aus der Karigua will ich aber noch machen. Außerdem werde ich die Insel erstmal noch erkunden, wo Stahlbarts Geist drauf sein soll, bevor ich das hier weitermache. Das ist ja der Hauptstory-Zweig. Ich werde halt ein bisschen Nebenstory machen. So, deshalb gehe ich auf mein Schiff, segel nach der Karigua, hole rum. Verdiene 1000 Goldmünzen. Und dann sehen wir mal weiter. Wie viel Ruhm habe ich überhaupt? 7000. Ha, nice. Erstmal Klingen. Klingen 7.
So. Mehr Schaden. Ne, Charlie brauche ich nicht. Ich brauche dich. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Was ist mit Slane? Das ist noch nicht klar. Okay, dann regel das. Erstmal neuen Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Der Gregor. Okay. So. Schnell mal Boost reden. Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Das brauche ich. Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach. Alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Schmerztöter. Mut antrinken. Nee, der hat nichts Interessantes. Okay. So. Dann können wir jetzt wieder zur... Also nicht wieder, jetzt fahren wir dann zur Insel, wo Stahlbarts Geist sein soll. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Hier, Insel der Toten. Oh, sieht schick aus. Gleich mal ein kaputtes Schiff neben uns. Ah, ich kann ja nur mit dem Boot landen. Okay. Ah, Patty, du kommst mit. Ich gehe nicht auf Insel der Toten alleine. Das hier ist die Insel der Toten. Niemand aus der Crew ist verrückt genug, dich dorthin zu begleiten. In Ordnung. Ich mach das schon. Wehe, du kommst nicht zurück, sonst... Ich werde mich hüten. Und wenn du wirklich den Geist meines Vaters sehen solltest, vergiss nicht, nach seinem Amulett zu fragen. Schon klar. Oha. Gute Sache. Kommt keiner mit. Toll. Allein zu Insel rudern. Gucken, ob hier es Gegner gibt. Es gibt auf jeden Fall Muscheln. Das ist schon mal was. Okay, nicht mal eine Karte habe ich hier. Ich gehe einfach mal hier hoch. Insel der Toten. Ne, ich kann immer noch nichts machen. Naja, gehen wir da einfach mal hoch und schauen mal, was da so gibt.